Hallo und herzlich willkommen bei All Wheels Outside. Auf unserem Weg in die Mongolei dürft ihr heute mit uns am Wakhan-Korridor entlangfahren. Wir starten am Botanischen Garten in Kuruk und fahren nach Süden Richtung Ishkashim, immer entlang des Flusses Panj, der die Grenze zu Afghanistan bildet. Hier südlich von Kuruk merkt man, wie der Panj immer schmäler wird und Afghanistan ist gefühlt nur noch einen Steinwurf entfernt. Kurz hinter einem Militärstützpunkt kommen wir an einem kleinen Wasserfall vorbei, der uns gut geeignet scheint, um die Trinkwassertanks wieder aufzufüllen. Also legen wir einen kleinen Stopp ein. Wir haben im Duro zwei Wassertanks mit zusammen 235 Liter. Jedes Wasser, das wir bunkern, wird durch die selbst zusammengestellte Filteranlage von WM Aquatec gefiltert. So vermeiden wir schon mal Verunreinigungen im Tank. In den Tanks liegt dann ein Silberpad von WM Aquatec, was das Verkeimen des Wassers verhindern soll. Und bei der Wasserentnahme fließt das Wasser nochmal durch einen Kohlefilter und durch die BioLite, wo es mit UV-Licht bestrahlt wird. Wieder mal ein Checkpoint. Der Posten sitzt gemütlich auf seinem Stuhl und wartet darauf, dass wir ihm die Papiere vorlegen. Wir genießen die Fahrt ohne Baustellen. Hier an der Strecke kann man nicht überall übernachten,
An vielen Stellen ist einfach kein Platz. An anderen soll man wohl wegen der Grenznähe durch das Militär weggeschickt werden. Bei Malvoy haben wir einen Platz bei Ai Oberländer gefunden, der uns geeignet scheint. Diesen steuern wir jetzt an. Hier stehen wir etwas abseits der Straße und es kommen nur sehr wenig Leute vorbei. Abends ein Auto und ein Moped, morgens ein Vater mit seinem Sohn, der die Bewässerung öffnet, und dann eine Mutter mit ihren Kindern, die am Douro sehr interessiert sind. Hier kommen wir mal wieder an einer interessanten Straßenbaustelle vorbei. Es hat einen kleinen Moment gedauert, bis ich gepeilt habe, was ich da sehe. Hier wird kein fertiger Teer aufgetragen, sondern die lassen sich den Schotter anliefern. Mit dem Schotter wird ein Graben geformt. In den Graben wird der flüssige Teer reingegeben. Und wenn alles durchgezogen ist, wird es auf der Straße verteilt. Bei Ishkashim auf ca. 2600 Metern Höhe beginnt der Wakhan-Korridor. Das ist ein schmaler Landstrich im Nordosten Afghanistans. Der Wakhan-Korridor ist eines der entlegensten Gebiete Afghanistans. Er liegt zwischen den Gebirgszügen des Pamir, des Hindukusch und des Karakorum. Seinen Namen hat der Korridor vom Fluss Wakhandaya erhalten. Im Süden wird er durch die Bergkämme, die die Grenze zu Pakistan bilden, begrenzt. Im Norden stellen die Flüsse Panch und Pamir die Grenze dar. Somit fahren wir in Tadschikistan nicht im Wakhan-Korridor, sondern am Rande des Wakhan-Korridors entlang. Im Korridor leben ca. 10.000 Waki und einige tausend nomadische Kirgisen. Es handelt sich um eine der am wenigsten erschlossenen Regionen der Welt. Entstanden ist der Wakhan-Korridor aus dem Konflikt zwischen dem Vereinigten Königreich und Russland um die Vorherrschaft in Zentralasien. Er sollte eine neutrale Zone zwischen dem bis zur Turan-Linie reichenden britischen Indien und dem russischen Zentralasien bilden. Durch den Vertrag von 1873 kam der nördliche Teil des Korridors zu Tadschikistan und der südliche Teil zum Pufferstaat Afghanistan. Nur dieser Teil wird heute als eigentlicher Wakhan bezeichnet. Jürgen ist der Meinung, er muss nun endlich mal seine Füße in den Punch tunken. Da mache ich doch gleich mit. Und weiter geht's. Schließlich wollen wir heute noch die Festung in Yamchun erreichen. Just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and
Der LKW ist wohl zu schwer beladen, um alleine die Böschung hochzukommen. Aber unsere Hilfe ist nicht vonnöten. Die schieben den mit dem Radlader hoch. Die Auffahrt zur Festung Yamchun ist spannend, da wir nicht wissen, ob wir mit unseren Fahrzeugen überall durchkommen. Teilweise wird es ganz schön eng, aber die Aussicht in das Tal, den Panj und rüber nach Afghanistan ist grandios. Verkehr kommt hoffentlich nur an günstigen Stellen.
der Festung finden zurzeit Sanierungsarbeiten statt und rumliegende Baumaterialien machen den Weg noch enger. Neben dem Sanatorium, direkt am Bach, finden wir einen schönen Platz für die Nacht. Es ist noch früh und wir machen uns gleich auf den Weg, die Festungsruine zu erkunden. Die Yamchun-Festung ist die älteste Festung im Wakan. Sie wurde ca. 300 v. Chr. Erbaut, um die Menschen und Güter, die durch das Wakan-Tal kommen, zu kontrollieren. Cold hands and sore feet. You've been walking for an hour on abandoned street. Weak knees and fresh scars. It's a struggle when you're losing track of who you are. The words you stole won't save your soul. They can only buy you time. Light a candle or curse the dark. It's all the same. Start a fire or drown a spark and shake away the heat. Tell the truth or live a lie. Just don't close. Abends machte Bianca und ich noch einen Spaziergang zu den 500 Meter nördlich unseres Stellplatzes befindlichen Bibi Fatima Quellen. Badet haben wir allerdings nicht. Die ca. 40 Grad heißen Quellen sind mit einem Gebäude überbaut und können ganzjährig getrennt von Mann und Frau benutzt werden. Dem warmen Wasser wird eine heilende Wirkung bei urologischen und gynäkologischen Problemen nachgesagt. Dann genossen wir die Nacht in den Bergen. Am Morgen ging es weiter zum Pamir-Haus. You're faking none.
Abfahrt freuen wir uns wieder über die tolle Aussicht auf den Punch. Shoved me out before the nest was cold. I couldn't fly, but God, I tried. I hit the ground and I was on my own, alone in a big blue land with only my legs to stand and no one to lend. Or to pick me up. I see the sky where you would fly, and I would wait for you so patiently. But I was weak, and soon I had an empty beak. I guess I wasn't worth the time, and I never had the chance to float in a weightless dance, to swim in the great expanse above. Hier sind wir am Wagernhaus, einem netten kleinen Museum. Es werden Kulturgegenstände und Musikinstrumente ausgestellt. Ihr seht, wie ein typisches Wagernhaus aufgebaut ist und bekommt mit Glück auch ein kleines Privatkonzert.
dir mal auf die Uhr gesehen. So wie beim Reisen vergeht auch im Video die Zeit einfach viel zu schnell. Darum möchte ich die Fahrt an dieser Stelle beenden. Das nächste Mal seht ihr, wie wir einem Motorradfahrer aus der Patsche helfen und uns selbst in die Fluten stürzen müssen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und lasst doch bitte auch einen Daumen hoch da.